Mein Name ist Alfred Grasel, bin in Wien geboren 1926 und war in diversen Heimen und Spielgrund und KZ überlebt. Grasel, Ihre Mama hat Sie mit 14 Tagen weggegeben. Sie waren in mehreren Kinderheimen und sind dann auf einen Pflegeplatz gekommen. Als die Pflegemutter draufgekommen ist, dass Sie jüdischer Abstammung sind, hat sie mit 12 Jahren an die Nationalsozialisten ausgeliefert. Sie sind in mehreren Kinderheimen gelandet. Ihre Erinnerungen an diese Zeit? Eigentlich an die 6 Jahre Gute, die vorher von 26 bis 32 kann ich mich nur vage erinnern, sehr schwach. Eine Wohnung, wo ich allein gewesen bin, das kann ich mich erinnern. Aber sonst die 6 Jahre von 32 bis 38, das waren schöne Jahre. Ich habe Freunde gehabt, ich war in der Freiheit, im 17. Bezirk. Herr Grasel, im Alter von 15 Jahren sind Sie zum Spielgrund gekommen. 800 Kinder starben dort. Auch Sie haben Injektionen bekommen von Herrn Dr. Heinrich Gross. Wie haben Sie überlebt? Es war eine furchtbare Zeit. Ich kann eigentlich nur sagen, es ist Flüssigkeit von allen Körperteilen gekommen. Damals aufgrund der Injektionen, mir war es schlecht, aber ich weiß auch, dass die Zeit, ich war halb bewusstlos. Nichts, es hat 8 Tage oder 7 Tage gedauert. Aber ich habe das trotzdem vergessen. Nach 2 Fluchtversuchen wurden Sie 1942 abgeholt, mit dem Zug weggebracht ins Jugend-KZ Moringen. Ja, es war noch einige Zeit. Man hat mich geholt und hat gesagt, ich weiß nicht, was man mir damals gesagt hat, das habe ich nicht gemerkt. Auf jeden Fall nichts Negatives. Und es ist noch gegangen über Berlin nach Moringen in das Jugendschutzlager, hat es sich genannt. Heute wird es Jugend-KZ genannt. Dort haben Sie die Nummer 768 bekommen. Haben Sie jemals in Ihrem Leben ans Aufgeben gedacht? Nein, eigentlich nicht. Was versteht man unter Aufgeben? Das Leben aufgeben, ich war in der besten Jugend. Ich habe gedacht, wo komme ich da raus oder was kann ich machen? Es war keine Möglichkeit zur Flucht. Beim Spielgrund ist es mir gelungen, aber dann war nicht mehr die Möglichkeit. Ans Aufgeben habe ich nie gedacht. Im KZ hat man versucht, Sie umzubringen. Ein Stabsoffizier hat Sie mit einer Lok an die Wand gefahren. Ja, was der Sinn war, weiß ich, wahrscheinlich wollte er mich umbringen. Aber es war die größte Munitionsanstalt Deutschland, wo die Munition hergestellt ist, 7,5 und zum Teil auch die 15 cm, die großen. Und die musste ich den Wagen, die Lore, zum Aufzug bringen, dort rein und dann leeren raus und die Weichen stellen. Und am Abend muss man putzen, wischen und stehen an der Wand. Und der Schaffner fährt auf einmal zurück. Er hat aber dann gesagt, ich habe Selbstverstümmelung gemacht, weil ich nicht arbeiten will. Aber es war nachweisbar unmöglich, dass ich die Lok in Betrieb nehmen kann, weil zu weit vorne war. Und eigentlich, was war der 22. Februar 1945? Man wollte nach Göttingen, da hätte ich wahrscheinlich dann hat sie Spritzen bekommen, denn ich war nicht mehr zum Arbeiten. Aber das konnte nicht, weil der Winter war so streng. Ist man mit mir ins Lager gefahren und der Doktor Walter Bechsen, der Lagerarzt, hat mich behandelt, operiert und das mit 18 Nähte und 23 Klammern im Fuß. Und bis zum Tag der Entlassung im Juni war er da. War ein SS, illegaler Arzt. Obersturmbahnführer, aber Arzt vom Scheitel bis zur Sohle. Als die Amerikaner das KZ befreit haben, sind sie zu Fuß nach Wien gegangen. Mit nichts, ohne Geld, ohne Familie. Wie haben sie sich da durchgeschlagen? Durch Stellen, zum Beispiel, jetzt fällt mir das ein, einen ganzen Koffer voll Eier haben wir gestohlen. Wo auf einem Bauernhof, wo wir übernachtet haben und da waren die Eier, haben wir den Koffer, die kann gar keiner essen, weil wir es nicht gekocht haben, aber Eier haben wir gehabt. Dann haben wir es irgendwo jemand verkauft und haben 4 Brote bekommen auf der Reise. Es hat gedauert, ich glaube, 3 Wochen von Moringen nach Wien. Sie haben 50 Jahre darüber geschwiegen.
aus Scham oder weil sie es verdrängt haben oder weil sie nicht darüber sprechen wollten? Ich habe geschwiegen, weil ich nicht daran gedacht habe, weil kein Grund war, etwas zu erzählen. Es hat in der Öffentlichkeit nichts gegeben und es war kein Grund, was soll ich erzählen. Jeder hätte gesagt, na, wenn es schwer ist, natürlich gibt man die daheim. Wenn du als Kind nichts taugst, in der Schule nichts und dort nichts, nicht? Die Schulbeschreibungen muss man lesen. Ich war in der Schule so schlecht. Da kann man nichts anderes erwarten. Darum habe ich geschwiegen, keinen Grund zum Erzählen gehabt. Heute als Zeitzeuge ist es was anderes. Heute ist es für mich leichter. Weil heute weiß die ganze Welt, was sich damals abgespielt hat und was alles passiert ist. Glauben Sie an Gott? Sehr stark. Aufgrund meines Lebens, wie mein Leben verlaufen ist, wie ich durchgekommen bin, gesundheitlich und alles überstanden und auch diese Tortur, die ganzen Heime, überhaupt nie eine Mutter, nie einen Vater, nie eine Liebe, nirgends gespürt. Und dann bin ich frei, dann habe ich die erste Liebe erfahren. Und meine Kinder, meine Familie ist so wunderbar, dass ich an Gott glauben muss. Es gibt ja nur einen Gott. Der ist für die Juden der gleiche wie für die Moslems und für die Katholiken. Und den bete ich an.